Hallo, grüß euch und grüß dich zum zweiten Basic-Video über die Massenmasse. In diesem Video zeige ich dir, wie Umrechnungen von Massenmaßen ganz einfach ohne Hilfe der Maßeinheitentabelle gelingen. Alles, was du wieder dafür benötigst, ist ein Heft oder ein Stück Papier und etwas zu schreiben. Außerdem solltest du dir bereits die vorherigen Videos angesehen haben. Los geht's! Wir beginnen mit einfachen Umrechnungen. Zuerst rufen wir uns unsere Skizze zur Umrechnung in Erinnerung und schreiben sie nochmal auf. Ich rate dir, sie zu Beginn immer aufzuschreiben, wenn du mit Massenmaßen rechnest, so prägst du sie dir gut ein und sie bietet eine großartige Unterstützung für dich. Drücke auf Stopp und übertrage die Skizze in deine Mitschrift. Wir beginnen mit Aufgaben, in denen wir von einer größeren zu einer kleineren Einheit umrechnen. 4 Tonnen sollen in Kilogramm umgerechnet werden. Betrachten wir die Skizze, so stellen wir fest, dass bei einer Umrechnung von Tonne zu Kilogramm die Maßzahl mal 1000 multipliziert werden muss. Also 4 mal 1000. 4 Tonnen sind also 4000 Kilogramm. In der nächsten Aufgabe rechnen wir 7,3 Kilogramm in Gramm um. Auch hier müssen wir die Maßzahl mal 1000 multiplizieren. Lass dich dabei nicht vom Komma verwirren. 7,3 mal 1000. Und das ergibt 7300. Denn das Komma wird um 3 Stellen nach rechts verschoben. 7,3 Kilogramm sind also 7300 Gramm. Und nun bist du an der Reihe. Rechne 6 Dekagramm in Gramm um. Drücke auf Pause und versuche alleine die Aufgabe zu lösen. Lasse anschließend das Video weiterlaufen und vergleiche dein Ergebnis mit dem Rechenweg, den ich dir dann zeige. Um von Dekagramm auf Gramm zu gelangen, müssen wir die Maßzahl mal 10 multiplizieren. Das bedeutet 6 mal 10 und das ist gleich 60. 6 Dekagramm sind also 60 Gramm. In der nächsten Aufgabe rechnen wir von kleineren zu größeren Einheiten um. Als Aufgabe rechnen wir 2 Dekagramm in Kilogramm um. Wenn wir die Skizze betrachten, sehen wir, dass wir die Maßzahl von Dekagramm auf Kilogramm durch 100 dividieren müssen. Das heißt 2 dividiert durch 100 und das ist gleich 0,02, denn das Komma wird um 2 Stellen nach links verschoben. 2 Dekagramm sind also 0,02 Kilogramm. Nun bist du wieder an der Reihe. Versuche 189 Milligramm in Gramm umzurechnen. Drücke dafür auf Stopp und rechne zuerst selbstständig. Von Milligramm auf Gramm teilen wir die Maßzahl durch 1000. Das heißt 189 dividiert durch 1000 ist gleich 0,189. Denn das Komma wird um 3 Stellen nach links verschoben. 189 Milligramm sind also 0,189 Gramm. Die Zahlen sind noch sehr überschaubar, wenn man von einer Maßeinheit in eine nur etwas kleinere oder größere umrechnet.
Was passiert aber, wenn wir beliebig in alle gängigen Massenmaße umwandeln? Das sehen wir uns jetzt genauer an. Die Aufgabe ist es, in alle gängigen Maßeinheiten umzurechnen. Wir schreiben alle Einheiten an, die wir kennen. Wir beginnen bei der größten, Tonne, danach Kilogramm, Dekagramm, Gramm und Milligramm. Als erste Angabe erhalten wir 1,2 Tonnen und wollen nun in alle anderen Einheiten umrechnen. Von Tonne zu Kilogramm müssen wir die Maßzahl mal 1000 multiplizieren und erhalten 1200 Kilogramm. Von Kilogramm zu Dekagramm müssen wir mal 100 multiplizieren und erhalten 120.000 Dekagramm. Von Dekagramm zu Gramm müssen wir die Maßzahl mal 10 multiplizieren und erhalten 1.200.000 Gramm. Und schließlich von Gramm zu Milligramm gelangen wir, indem wir die Maßzahl mal 1000 multiplizieren und erhalten 1.200.000.000 Milligramm. Versuche nun, die nächste Aufgabe wieder alleine zu lösen. Schreibe wieder alle Einheiten auf. Tonne, Kilogramm, Dekagramm, Gramm und Milligramm. Als erste Angabe erhalten wir 40 Dekagramm. Drücke auf Stopp und versuche alleine in alle anderen Einheiten umzurechnen. Wir vergleichen gemeinsam. In die kleineren Einheiten gelangen wir, indem wir wieder multiplizieren. Von Dekagramm zu Gramm mal 10. Und erhalten 400 Gramm. Von Gramm zu Milligramm mal 1000. Und erhalten 400.000 Milligramm. In die größeren Einheiten gelangen wir, indem wir dividieren. Die Maßzahl muss von Dekagramm auf Kilogramm durch 100 dividiert werden. Und das sind 0,4 Kilogramm. Und von Kilogramm auf Tonnen muss die Maßzahl durch 1000 dividiert werden. Und wir erhalten 0,0004 Tonnen. Nun bist du bestens vorbereitet und weißt, wie Umrechnungen von Massenmaßen gelingen. Im Mastery-Video erarbeiten wir gemeinsam Übungsaufgaben, in denen wir Massenmaße miteinander vergleichen. Danke fürs Einschalten und bis bald, wenn es wieder heißt, Mathematik macht Freude. Freunde.